Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, warte mal, ich hüpfe irgendwo mal schnell hoch. Ich habe so ein bisschen Erweiterungs-Duty gemacht. Ihr seht schon, wir haben ein paar Reihen mehr. Ich habe auch schon angefangen, welche zu platzieren. Das ganze System ist noch nicht unten angeschlossen. Also wenn wir unten drunter gucken, sieht man eh gut, um wie viel mehr es geworden ist. Ich habe alles angeschlossen, was bis jetzt verbaut ist. Oder verbaut war. Und ab hier soll jetzt einfach eine Linie hier in der Mitte durchgehen. Also im Grunde hier durch. Und dann sich jeweils an die Systeme anschließen. Das wäre mein Plan, damit wir halt wirklich viel haben. So, wir sind hier aber auch gleich unten, weil es noch ein Thema gibt. Und das Thema ist die Redstone Clock. Ihr seht schon, die ist fleißig am Arbeiten. Die hat aber gleich kein Eisen mehr jetzt aktuell drin. Das sollten wir nachfüllen. Wo ist denn das jetzt? Iron Amber. Habe ich vorhin noch gemacht. Amber. Hier wieder über 100 Amber drin. Was natürlich mega geil ist. So, das wird gleich wieder loslaufen. TB hat geschrieben, dass das mit einem Lever bzw. Hebel auch funktioniert und man dazu keine Redstone-Clock braucht. Und, wenn das funktioniert, fresse ich einen Besen. Weil das wäre ja viel zu einfach. Das muss ich jetzt echt probieren. Ein Hebel. Einfach seitlich dran. Oder? Schauen wir erstmal. Ist schon wieder was drin? Nee, noch nicht. Noch nicht. Jetzt ist was drin. Bin ich gespannt, was passiert, wenn der austrocknet. Das müssen wir jetzt kurz beobachten. Jetzt hätte ich da vollgeschrieben, könnte sein. Wäre ich jetzt echt gerade vollgeschrieben wie sonst was? So, und wenn jetzt weg ist, nee, schon her. Der Lever selber? Muss ich da unten drücken? Okay, ja, man kann natürlich irgendwas anderes auch hin tun. Aber ich denke, für den Start ist so eine Redstone Clock nie verkehrt. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich muss kurz antworten, wartet mal, Leute. Noch ein Weihnachtsgeschenk versendet. So, warte mal. 20 Uhr. Vielleicht 30 Uhr, gelb. Ich kann echt nicht schreiben heute, Leute. Das ist echt Katastrophe. Versuch nur schnell zu antworten. Und es funktioniert nicht. So, okay, also, Lever ist wahrscheinlich eine coole Idee, eigentlich. Ah. funktioniert noch nicht unbedingt so, wie ich will. Ah, was ist denn hier los? Teamspeak. Discord. Teamspeak. Warte, Leute, jetzt muss ich echt mal kurz gucken. Es gibt doch keine. Eben wir mal gesprochen haben. So, okay. Weiter geht's. Okay, die Ampel würde ich hier lassen. Aber wir haben hier auch so a little something von Open Computers. Fragt mich nicht, woher das auf einmal kam. Ich habe hier rumgemacht, auf einmal war das im Inventar drin. Don't ask me. How and why? Es war da. Wir werden das jetzt mal öffnen. Und zwar alles. Redstone Card, Tier 2. Allows reading and emitting redstone signals around the computer or robot. Das ist cool.
Also wenn wir Roboter bauen und Computer, können wir damit Redstone-Signale ausgeben und lesen. Das ist natürlich fein. So, zurück zum Business. Ich habe hier so einen Dehydrator mal hingestellt in der Zeit, wo ich weg war. Und habe mit dem ordentlich schon Sachen gewonnen. Wir bauen den jetzt mal ab. Bin mal gespannt, ob der sich die Daten speichert. Tun hier nicht unbedingt alle Sachen. So. Nee, der ist jetzt löschern. Hat aber genauso keine Batterie mehr. Der tut nämlich schön die Blätter entleeren und daraus String spawnen, wie ihr es jetzt schon seht. Und wenn wir jetzt hier reingucken in mein Inventory, wo ist denn jetzt das String hin? Ist ja schon weg, okay. Wenn wir jetzt hier reingucken und unter String, sehen wir, dass wir 200 Strings schon haben. Was natürlich mega geil ist, wenn es darum geht, einen Autoklick-Lack zu machen. Ja, wir haben auch schon einige Diamantos. Was ich aber gerne angehen würde, ist Monster. Und wenn wir von Monster reden, dann wissen wir ganz genau, von was wir reden. Ich habe ja außerdem das hier abgebaut, unseren ganzen alten Krimskram. Und ich würde gerne hier diesen Pfad fortsetzen, den wir hier haben. Hier jetzt aufbauen. Und ich weiß nicht, ob ich das mal in der Folge machen werde oder außerhalb einer Folge. Ich will... Ja, die denkt euch auch jetzt, red weiter. Ich möchte da draußen weit, weit weg eine Monsterfarm bauen. Oh, das war knapp. Also zurück zum Thema. Also relativ weit weg. Ich will hier schon... Wo sind wir jetzt hier, wenn wir F3 drücken? Dann sehen wir jetzt... Warte mal... Bei 5 sind wir hier. Das ist 5. Wir sagen, wir sind so bei... 50? 50 Blocks raus. Sollte eigentlich gut klappen, würde ich sagen. Wir laufen jetzt einfach mit 50 Blocks oder sowas raus. Und da würde ich halt doch gerne anfangen. Das Wichtige ist, zwischendurch immer wieder Fackeln platzieren. Einfach damit Licht bleibt. Und dann so schön, also wirklich halt wirklich schön weit weg, damit wir Platz haben. Nicht die Spawnrate irgendwie beeinflussen. Einfach da die Monster spawnen können, ohne irgendein Tickle-Tackle oder sowas. Und ich glaube, da sollte so eine 50er ganz gut reichen. Hoffe ich mal. Und sonst müssen wir das Ganze noch umbauen. Ich hätte halt keinen Bock dazu. Das Ganze soll auch relativ schick und simpel werden. Und dann hier platziert werden können. Schauen wir, jetzt sind wir jetzt 34, bedeutet, wir bei 55 wäre eigentlich unser Ziel erreicht. Ja, da sollten wir dann da sein, wo wir hinwollen. Circa. Komm, wir machen 60. Ein bisschen extra ist ja nie schlimm. Denke ich bei so einem 60er. So, okay, jetzt müssen wir mal bei 60 hier einen Fackel hin. Und da werden wir jetzt dann dunkle Kammern errichten. Ich denke, das ist eine ordentliche Entfernung für eine Monsterfarm. Früher habe ich da nie so große Abstände gemacht. Und ist ja eh noch nicht unbedingt der Beginn, weil hier muss jetzt, kommt jetzt eine Plattform hin. Und da kommen dann die, ich werde wahrscheinlich 5 Etagen bauen insgesamt. Mit dem ganzen Zeugs, wo sie dann einfach runterfallen. Ich hoffe, das funktioniert noch so wie früher. Wie in den guten alten Zeiten, wo ich gezockt habe. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wir werden dann unten auch natürlich eine Leitung durchsetzen unter dem Boden. Wo wir das Ganze dann direkt ins System importieren können. Weil wir wollen natürlich eine automatisierte Mobfarm hier haben. Weil was anderes wäre doch totaler Schwachsinn auch. Aber wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich alles offline so ein bisschen machen, weil bis die gebaut ist, bis die steht, das dauert. Wenn ein Fehler ist, dann, ja, ich will euch nicht unbedingt an allem, mit allen Nerven, was hier auf einmal abgeht. Du weißt ja nie, was am Ende passiert. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ich geh mal die auf 8, scheiß drauf. So. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soll es sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da muss halt hier noch eins weiter raus, mein Gott. Wird eine große Plattform, ein bisschen übertrieben vielleicht auch, aber ich will halt eine, weißt du, wenn, dann bauen wir da eine gescheite Plattform hin. Die Verbindung machen wir jetzt hier gleich außenrum zurück, einfach raus. Wir gehen jetzt hier einfach rückwärts zurück. Das Licht passt. Das mache ich dann halt alles noch, wenn ich wirklich hier durchziehe. Weil, wir können auch mal F3 wieder ausmachen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Den Rest machen wir wirklich halt offline sozusagen. Beziehungsweise not on camera. Weil ich denke, das ist einfach zu schmarrnmäßig. Aber wir wissen ja, Creeper und so ganzes Zeug können spawnen. Und wir können aus, was ich gesehen habe, man kann aus Leather oder aus Zombie Meat auch Leder herstellen. Bedeutet, dann können wir Leder, haben wir Leder, was natürlich auch eine geile Ressource ist, wenn wir es so sehen. Ich glaube, die Blocks, die wir haben, werden nicht reichen, oder? Könnte, reicht perfekt, schau dann. Und dann haben wir hier den neuen Pfad bis da ganz hinter. Da kommt dann die Farm hin. Hier haben wir unser Leben. Hier kommt die grüne, schöne grüne Wiese hin. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Und dann droppen die hier oben dann ohne. Wir kriegen das Zeug hier schon ins System reingelullt. Und was ich jetzt aber noch machen will. Einfach so, just for the lols, würde man ja sagen. Wir haben ganz viele Diamanten. Also wirklich viele. Wir machen jetzt einfach ein richtig geiles Diamantos. Zetos. Einfach, oh scheiße. Das war nicht der Plan, Leute. Oh scheiße, das war ich vergesse jetzt mal, dass das ja hier jetzt einfach so geht. Du willst es rausnehmen und dann macht er automatisch mehr draus. Das war, oh, jetzt habe ich so viel. Wie viele Chestplätze habe ich jetzt? 4, okay. Wenn eine kaputt geht, kann ich sie austauschen. Gut zu wissen. War jetzt aber nicht mein Plan eigentlich. Ich würde eigentlich alles aus Diamanten machen, weil die Produktion läuft so gut, dass echt unnötig ist, aus billigeren Sachen das zu machen. Wo sind, kann ich jetzt auch schnell Sticks bitte? Ein Diamantenschwert. Der alte kommt weg. Eine Spitzhacke. Und sonst brauchen wir aktuell nichts, ne? Eine Shovel. Wir könnten uns einfach vor den Trolls natürlich eine Shovel machen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Oh, come on, warum nicht? Dich repariere ich auch nochmal fertig. Diamanten-Nuggies. Nee, will ich nicht. Dankeschön. Dafür bin ich zu gut. Nee, aber ich finde... Gute Ausrüstung. Muss auch mal sein. Full equipped with Dia. Schick. Schick, schick, würde ich sagen. Schick, 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 schick. So. Ist das nicht die beste Rüstung wahrscheinlich, die es in diesem Game mittlerweile gibt? Aber ja. Wir können auch gerade gucken können. Ja. Man hat es wieder schon geblockt. Oder was ist unten im Keller los? Frage ist, kann ich mit einem Access, oder was ist das? Das ist ein Export-Port, ne? Export. Export, habe ich noch einen? Wenn ich den seitlich anbringe, hier, und sage, ich will hier jetzt, ich brauche hier jetzt bitte Wood.
Und ich sage, ich will hier als Importfilter nur dich verwenden. Ja, dann füllt es ein. Gut, okay. So können wir den Brennstoff automatisieren. Das ist gut zu wissen. Weil das brauche ich so oder so immer. Wie schaut es hier mit dem Brennlevel aus? Auch niedrig, aber schon verbraucht. Nice. Wie viel Iron Blocks haben wir denn jetzt im Inventar? Das will ich immer. Ich, keine Ahnung, ich bin da voll auf Interesse dran, dass ich wissen will. 62, yo. Also erstmal umwandeln. Und wie viel Eisen haben wir jetzt im System wieder? 700, nice. Einfach so null problemmäßig. Hier ist auch die Straße, die wir haben. Das ist schon irgendwie geil. Das hat er natürlich die ganze Zeit nichts importiert. Das war. Das ist natürlich kacke. Weil ich würde mit euch gerne die Merlin-Saplings anbauen. Ich hatte irgendeinen Grund. Genau, weil ich Batterien bauen wollte. Ich wollte Batterien bauen. Ich wollte ein Netzwerk jetzt bauen. Und dafür wollte ich diese Reihe gleich verwenden. Dafür brauche ich jetzt Dirt. So. Direkt mal ins System. Und dann schauen wir unter. Ah, auch schon alles voll. Unter Saplings haben wir irgendwo genau die Merlings-Saplings. Und die will ich jetzt verwenden, um die hier anzubauen. Weil die wachsen hier auch. Schauen wir mal, wie schaut es hier aus? Holy shit. Ich tue zwischendurch immer wieder aus den Systemen bestimmte Sachen einfach klauen oder ganze Sachen klauen. Einfach schon mal so durchfahren. Und dann sagen so, hier. Nimm. Weil einfach die so voll sind, das ist Wahnsinn. Bis dahin muss ich hier immer wieder exportieren einfach, weil die Systeme so voll sind. Und damit dann das einfach ein bisschen entstackt wird, mache ich das halt per Hand. Und dann läuft das sozusagen. Aber wenn ich jetzt hier gucke, mal, ich habe jetzt auch schon, falls ihr es gesehen habt, Iron Amber, Diamonds, genauso wie Clay eingespeichert. Weil ich gedacht habe, das ist gar nicht blöd. So. Ah ne, was wollte ich machen? Ich wollte Netherrack machen. Netherrack. Wenn ich jetzt hier gucke, Netherrack, wie wird das nochmal gemacht? Hier. Easy. Wir können so viel Netherrack mittlerweile nachmachen. Zack. Haben wir schon wieder ein bisschen mehr Netherrack im System. Brauchen wir ja eigentlich nicht, aber why not? Wir können angeben. Das ist ja irgendwie das Bescheuerte. Wir können ja echt angeben einfach. Hier sind auch Strings drin, ohne Ende. Ganze System mal wieder entblocken. Und es geht dann immer wieder so. Einfach immer wieder entblocken, blocken, entblocken, blocken. Ja. Was will man mehr, ne? Was will man mehr? So ein volles System ist, also, es ist schon, man darf ja nicht sagen, es ist schon mega geil. Einfach so viel hier drin ist. Was natürlich jetzt nervig ist, wir können nicht mehr anbauen, wie gewünscht. Wir können nochmal gucken nach Saplings. Was wir da Schönes haben, was wir brauchen können. Gold wäre noch so eine Sache. Dirt haben wir, Diamonds. Cotton, Kohle. Kohle ist etwas, was wir noch brauchen. Wollen natürlich wieder Dirt. Das wollen wir hier mal anbauen. Weil, sagen wir mal so, vom Stand her ist Kohle jetzt nicht das unbedingt, was wir benötigen, aber ich finde es halt cool, wenn wir Kohle haben im System. Die Merlin-Bäume wachsen auch schon fein und bringen uns Merlin-Berries und die Crystallized Mary-Chunks. Und wenn wir gucken, ich habe nicht mal geschaut, wenn ich hier unter Batteries gucke. Gibt es hier diese Energy Battery, die hier 16.000 RF lagern kann? Die kann irgendwie 1 Million lagern, die kann 16 Millionen lagern. Und die ist gar nicht mal so teuer. Hier ein Block of Crystallized Merlin, Redstone und ein bisschen was so. Weil wir brauchen eigentlich nur 9, 18,
18. 24 von Crystal and Merlin. Und wir können die schon anbauen. Und wir haben schon fast 24. Bedeutet, wir warten kurz und dann haben wir 24 hier. Warte, warte, warte. Wir machen unsere erste Batterie. Auch geil. Komm, 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 komm. Ich will diesen einen noch haben. Merlin Tree, wachse doch. Vielleicht kann ich mir reintun, weil ich nochmal ein bisschen hochpflanzen. So, okay. Jetzt hat, können wir diese Batterie machen, indem wir zweimal den machen. Schön, dass das jetzt dreimal geworden ist irgendwie. Und dann bauen wir so eine Batterie. 1 Million RF hält die nur, lol. Okay. Vielleicht muss man die upgraden oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste ich die doch jetzt rein theoretisch hier dran setzen können. Und die wird vollgepumpt, ja. Du verlierst jetzt Energie. Und du kannst nicht genug produzieren. Aber wir haben hier eine Batterie dran. Und von welchem Mod kommt das jetzt? Das ist jetzt... Integrated Dynamics. Nuclear Craft. Wenn ich hier mal gucke, Cable oder sowas. Cable... A cheap way to connecting blocks. Meta Network. Data Cable. Redstone Cable. Ich bräuchte irgendwas, was. Logic Cable. Meta Network. Connect to an extraction cable to transfer power. Processing Cable. Das ist jetzt Open Computers wieder. Das ist alles Applied Energistics. Factory Block. Item Sorter. Item Cable. Open Computers. Simple Storage Network. Red Network Cable. XNet. Was denn jetzt XNet? XNet hat Wireless Router, Antenna Dish, Antenna Base, Antenna, Advanced Green Connector. What the fuck? Okay, was ist, seid ihr? Aber egal, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Changes.